Hallo zusammen, heute habe ich ein kurzes, aber extrem nützliches Tutorial für euch. Schaut mal, ich habe hier drei Bilder, zweimal meine Töchter und einmal unser Hund. Und ich möchte ein Preset erstellen oder ich habe es schon erstellt, ich habe das genannt alles maskieren. Schaut mal, wenn ich hier die Masken mir anzeige, ist alles leer. Ich habe keine Maske. Wenn ich da draufklicke, auf alles maskieren, dann erstellt Lightroom automatisch alle Maskentypen, die es kennt oder die Lightroom kennt. Den Hintergrund, die Person, die Haut, Körperhaut, Augenbrauen, das Weiß im Auge, Pupille, die Lippen, die Haare, die Kleidung, Himmel und Motiv. Motiv muss ja nicht zwingend die Person sein. Es kann ja auch ein Hund sein das Motiv und Lightroom erkennt noch keine Tiere das wird ganz sicher noch kommen jetzt was ist mein Tipp dieses Tutorials ich finde es extrem nützlich eine solche ein solches Preset zu haben womit ich einfach kurz per Knopfdruck alles maskieren kann was Lightroom findet um das zu tun müsst ihr einfach wenn ich dann noch mal alles lösche ich setze nochmal alles zurück. Müsst ihr einfach hingehen und halt der Reihe nach alles auswählen, was es an automatischen Objekten gibt. Also das Motiv, dann geht ihr aufs Plus und sagt von mir aus die Person auswählen. Dann nehmen wir hier die gesamte Person, Maske erstellen. Dann sagen wir, wir möchten vielleicht den Hintergrund auswählen. Dann wollen wir den Himmel auswählen und dann geht es dann um die Person. Sag also mal, die Person auswählen hier drauf. Und ich will da alle einzelnen Elemente auswählen. Separate Maske erstellen. Schabang Und dann benenne ich die. Also das war, ähm, aha, muss ich kurz schauen, das war das Motiv. Also nennen wir die Motiv. Ich würde sie gleich hier benennen, weil sonst sieht man nicht, was sie tun, wenn man sie nicht öffnet. Und das wäre dann die ganze Person. Und ihr wisst, was ich meine. Also, ich mache jetzt da nicht groß weiter. Das wäre Hintergrund. Und wenn ihr das alles fertig habt, ist alles, was ihr tun müsst, Command Shift N zu drücken. Command Shift N. Und gebt ihm einen Namen. Zum Beispiel alles maskieren. Und ich habe jetzt hier einfach gesagt, nimm alle Masken dazu. Ich mache das jetzt nicht fertig, ich würde die noch sauber benennen. Nimm alle Masken dazu. Der Rest interessiert mich momentan nicht. Nimm die dazu. Und das war's. Dann speichert ihr die ab. Ich habe die bei mir abgeregt unter einer Gruppe Maskieren. Da wird dann später noch mehr dazu kommen. Und das Coole ist jetzt, dass ich das bei jedem Motiv klicken kann. Hier zum Beispiel alles maskierend und es dauert ein zwei Sekunden und es wird selbst bei diesem Motiv wird alles gefunden Hintergrund Person die Haut die Augenbrauen obwohl das Gesicht seitlich ist sogar das Weiß im Auge und die Pupille wird relativ gut gefunden auch die Lippe seitlich das Haar die Kleidung Himmel und Motiv ich glaube, ich mache dann das Preset noch einmal neu, weil ich Himmel und Motiv eher unten gebündelt haben möchte mit Hintergrund und gesamte Person. Das heißt, unten wären dann eher die globalen, die großflächigen und je weiter hoch es geht, immer die kleineren. Ich kann die leider nicht schieben in der Reihenfolge. Die erscheinen einfach in der Reihenfolge, in der sie erstellt wurden. Wie sieht es denn aus bei diesem Bild hier? Wenn ich jetzt hier sage, alles maskieren, dann werden ebenfalls einige Masken erstellt. Allerdings konnten nur zwei wirklich generiert werden, nämlich der Hintergrund, der Himmel, was hier nicht ganz korrekt ist, aber ist egal, und das Motiv. Ähm, ich kann jetzt natürlich hingehen und bei denen, die nicht erkannt werden, auf Löschen klicken. Leider kann ich nicht mehrere Masken auswählen, das geht nicht. Aber ich will euch einen kurzen Tipp zeigen. Ich wende das nochmal an, einfach zur Sicherheit, dass ich die alle habe. Und anstatt, dass ich jetzt die da alle anklicke und auf Löschen klicke, bin ich fast schneller, bin ich jetzt der Meinung, wenn ich Folgendes mache. Wenn ich jetzt einfach kurz Command Shift C drücke und jetzt hier sage ich will das Motiv haben und ich will meinetwegen den Hintergrund haben. Das sind die einzigen zwei, die Sinn machen. Himmel haben wir nicht wirklich, da wurde nur das Bouquet ausgewählt. Und wenn ich jetzt sage kopieren, kann ich mit Command Shift R alle Masken löschen und mit Com also Command Shift R, sorry, löscht nicht die Masken. Command Shift R ist der Kurzbefehl um das Bild komplett zurückzusetzen. Gleichbedeutend mit dem Zurücksetzen-Knopf. Und wenn ich jetzt einfach noch Command-Shift-V drücke, kommen einfach noch diese beiden Masken, die ich zuvor kopiert habe, wieder rein. Das heißt, ihr müsst das halt einfach machen am besten, bevor ihr das Bild überhaupt bearbeitet habt. Also als erstes generiert ihr die Masken, kopiert dann kurz jene, die ihr braucht. Wenn es viel Müll drin hat, Bild zurücksetzen und dann fügt ihr die Masken ein, die ihr effektiv braucht. Und glaubt mir, es ist so praktisch, wenn ich jetzt hier einfach hingehen kann und zum Beispiel sagen kann, dieses Grün ist mir zu heftig, ich will das etwas dumpfer haben. Hier beim Motiv möchte ich zum Beispiel runtergehen und mit Dunst entfernen, den Hund da etwas satter machen und vielleicht auch noch etwas Struktur und Klarheit und schon haben wir in der kürzester zeit so etwas gemacht und da ist es einfach cool wenn ihr so ein preset habt ihr könnt von mir aus hier ihr könnt von mir aus auch mehrere machen zum beispiel eines explizit für menschen und eines explizit für tiere oder so wo dann zum beispiel die menschen und die kleidung und die haut und so gar nicht drauf sind sondern nur Hintergrund, Himmel und Motiv zum Beispiel, müsst ihr entscheiden. Aber ich finde es viel angenehmer, hier draufklicken zu können und die Masken kommen automatisch, anstatt dass ich jetzt hier hingehen und jedes einzelne auswählen muss. Ihr könnt da sogar noch einen Schritt draufsetzen, wenn ihr das mögt. Und zwar könntet ihr beim Bild Import. Ich wähle jetzt hier nichts aus, ist ja völlig egal. Angenommen, ihr kommt von einem portrait shooting zurück oder so und ihr wollt beim Bildimport das Preset bereits auf alle Bilder anwenden, dann könnt ihr das tun. Und zwar hier rechts während des Importvorganges anwenden, weil ich Michelle maskieren, alles maskieren und jetzt wird dieses Preset bereits auf alle Bilder angewendet. Ich mache damit ja nichts kaputt, weil ich nur die Maskensätze und die Bearbeitung, die habe ich ja leer gelassen. Das heißt, sobald die Bilder importiert sind, kann ich loslegen. Alle Masken sind da. Mit dem Risiko, dass hat einige davon ins Leere gelaufen sind, weil sie nicht erkannt wurden, Dann lösche ich sie halt einfach weg, damit nicht unnötig Speicherplatz äh, belastet wird. So, das war mein Tipp für heute. Das schnelle Erstellen von Masken finde ich ganz nützlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es grüßt euch ganz herzlich euer Wischer Meierle.